Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video möchte ich mich mit einem Kommentar beschäftigen, den ich auf YouTube bekommen habe. Und zwar meinte Hätzelchen, dass Gar böse Dinge aus guten Gründen tut. Wenn du dich by the way für König der Löwen, die Garde der Löwen oder Willkommen im Haus der Eulen interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. Ja, kommen wir zurück zum Kommentar. Kann es also sein, dass Gar gute Dinge möchte und sie einfach nur falsch umsetzt? Immerhin wissen wir, dass er regelmäßig mit den Hyänen abhängt und er bringt ihnen auch hin und wieder mal was zu fressen. Außerdem lässt er sie nach seiner Machtübernahme ins geweihte Land und dort haben sie Fressen ohne Ende. Und all das war ihnen während Mufasas Herrschaft nicht erlaubt. Und im ersten Moment wirkt es tatsächlich so, als wäre Scar eigentlich auf der Seite der Hyänen und er würde ihnen versuchen zu helfen. Viele Fanstories versuchen diese Theorie damit zu stützen, indem sie das Ganze so darstellen, dass Scar als Kind schon mit den Hyänen befreundet war. Diese waren seine Zufluchtsstelle, wenn er mal traurig war. Denn in einigen Fangeschichten ist es meistens so, dass Mufasa viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat als Scar. Und das wird oft auch als Grund hergenommen, warum Scar Mufasa so gehasst hat. Wenn man aber genauer drüber nachdenkt und sich den König der Löwen Film ansieht, merkt man, dass das Ganze nicht sein kann. Denn hier wird uns von Anfang an Scars Motivation offengelegt. Sein Plan war es nämlich nicht, einfach nur nett zu den Hyänen zu sein, sondern er nutzte ihr Vertrauen im Prinzip eigentlich nur aus. Er wusste, dass er es nicht alleine schaffen könnte, Mufasa vom Thron zu stürzen und brauchte somit ihre Hilfe. Und im Gegenzug versprach er ihnen, dass sie ins geweihte Land kommen können unter seiner Herrschaft. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht ein Funke Freundschaft dabei war. Immerhin brachte Scar ihnen auch mal was zu fressen. Also zu der Zeit, wo sie noch am Elefantenfriedhof lebten. Und das ist ja grundsätzlich eine sehr, sehr nette Geste. Je weiter der Film jedoch fortschreitet, desto mehr wird uns klar, dass Scar sie eigentlich nur ausgenutzt hat. Denn er sah einfach nur dabei zu, wie sie das komplette geweihte Land kahl fraßen. Dennoch war es ihm am Ende egal, immerhin hat er seinen Thron und seine Autorität. Und als es dann nichts mehr gab, wollte er sich nicht mal mehr um die Probleme kümmern. Die Hyänen kamen, berichteten ihm, dass es nichts mehr zu fressen gibt und er schickte sie einfach weg. Er wollte sich einfach nicht mit den Problemen auseinandersetzen. Auch die Annahme, dass die Hyänen hier mehr oder weniger das Opfer sind, halte ich für falsch. Denn zumindest im Film ist es so, dass sie ohne Hunger jagen und dabei Angst und Schrecken verbreiten. Und natürlich ist es da verständlich, dass Mufasa oder auch sein Vater oder wie auch immer dafür verantwortlich ist, die Hyänen dann nicht mehr ins geweihte Land lässt. By the way, sind Hyänen in der Realität nicht so schlimm. Zumindest nicht so schlimm, wie sie im Film dargestellt werden. Aber kommen wir nochmal zurück zu Scar. Am Ende, als er gegen Simba kämpft, behauptet er, dass das Ganze der Plan von den Hyänen war. Er versucht hier also seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen und schiebt alles den Hyänen in die Schuhe. Allerdings hörten die das. Und am Ende besiegelten sie sein Schicksal. Ja. Also, im Großen und Ganzen würde ich dem Kommentar einfach widersprechen. Denn Scar hat hier ganz klar nicht aus guten Gründen gehandelt. Es ging ihm einzig und allein um die Macht. Aber wie seht ihr das? Gibt's irgendwelche Punkte, die für Scar sprechen oder dafür, dass er gut ist? Schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.